Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrub Mechanic. Schön, dass ihr mir ein Like gestellt habt. Ich bin euer Xauk und wir legen auch gleich los. Und zwar heute wieder eine wunderschöne und doch ausführliche, tolle und fast schon romantisch Scrub Mechanic Mod-Folge. Und zwar wollen wir heute wieder ein paar Fahrzeuge durchnehmen, die gemoddet wurden. Und wir fangen direkt an, und zwar mit Pixel Gamer LP mit MSMS. Und die haben ein, was haben sie denn gebaut? Ein Porsche. Aha. Dieses Auto, dies ist unser Auto mit Gangschaltung. What? Da bin ich aber mega geil gespannt. Ja. Okay. Okay. Ich wollte schon einfangen gehen. Ich kann irgendwie nicht gucken, was, wie genau das Fahrzeug jetzt heißt, weil Porsche mit Gangschaltung, okay. So, ja, liebe Leute, ich bin natürlich ein, ja, muss ich wieder dazu sagen, habe ich ja schon am Dienstag gesagt, wenn jemand mit Mods baut, dann muss derjenige das dann auch authentisch hinkriegen, finde ich. Ist meine Meinung dazu. Und wir hatten letztens ein Ford-Modell, wo ich sagen musste, ja, das sieht jetzt nicht so wirklich aus wie ein Ford A, also wie ein Ford A-Modell. Das war nicht böse gemeint, im Übrigen sage ich nochmal, auch jetzt hier, es ist mega schwer hier jetzt ein Porsche zu erkennen. Bin ich ganz ehrlich, das Fahrzeug ist zu hoch, allgemein, die Scheibe geht viel zu krass nach oben, gut, der Spoiler ist nicht schlecht, das Heck ist nicht schlecht, dass hinten Porsche steht, finde ich gut, sonst würde man es wahrscheinlich nicht wirklich erkennen. Dass vorne Porsche steht, finde ich nicht so gut, und das hier ist ja, nicht Porsche-mäßig. Porsche ist sehr flach und hat wunderschöne Rundungen. Ich bin kein Porsche-Fan. Aber diese Kurven von einem Porsche. Boah, Alter, das ist schon lecker. Muss ich schon sagen. Aber sie haben nicht gesagt, es soll ein Porsche darstellen, beziehungsweise es soll, wir haben versucht, einen Porsche ähnlich darzustellen. Und hier geht es auch nicht um Porsche selber, sondern hier geht es eigentlich darum, ein Fahrzeug zu bauen, das eine Gangschaltung hat. Da bin ich mal mega gespannt. Hört ihr das? Es rappelt ein wenig im Karton. So, ich versuche zu fahren, aber es geht nicht. Ah, ich drücke jetzt 1, okay. Ach krass. Wow, okay, also. Ach was, das ist ja mal geil. Bis auf den Krach, der da hinten entsteht, ist das ja mal mega cool. Also, ich benutze nur 1 und 2. Boah, das ist ja mega laut. Wenn ich 1 gedrückt halte, schaltet er in den nächsten Gang. Wenn ich dann wieder 1 gedrückt halte, schaltet er den zweiten Gang und fährt ein Stück schneller. Jetzt drücke ich Gang 3. Gang 4. Und Gang 5. Mega geil. Hat er aber nicht 6 Gänge? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat 6 Gänge. Gut, kommt natürlich auf den Porsche an. Aber das ist ja mal mega geil. Der fährt sich auch so gut. Also da muss ich natürlich gucken, wie die das gebaut haben. Gut, rückwärts schalten tut man eher selten. Meistens ist es dann eher so, man schaltet von 5 in 1. Nicht auf 5, auf 4, 3, 2, 1. Machen die wenigsten. Ich habe das früher gerne gemacht. Motorbremse benutzt, spart ein bisschen Sprit. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber im Normalfall macht man das nicht. Also die wenigsten machen das. So, wir haben Licht. Viel Licht. Blinker haben wir. Warnblinker haben wir. Noch ein Blinker. Lupe. Und das war's auch schon. So. Jetzt ist still. Ach so, nur wenn ich da sitze. Wie haben die das gebaut, liebe Leute? Man sieht schon hier sau viele Motoren.
Und zwar haben sie das so gemacht, sie haben eine Achse, das geht dann natürlich auch nur mit dem Elektromotor, leider. Man hätte vielleicht noch einen Benzinmotor dazuschalten können, dann wäre das vielleicht von der Akustik her ein bisschen angenehmer gewesen. Aber es gibt, man könnte ja auch sagen, es ist ein Elektro-Porsche. So, und zwar haben sie hier bis hierhin, das ist die Mitte, ein erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang, beziehungsweise Rückwärtsgang ist ja auch noch da, genau. Und dann ist wahrscheinlich, man kann ja hier gucken, genau, Rückwärtsgang, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang. Und die Motoren werden dann halt geschalten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie hat er das gemacht? Aha, man drückt eine 1. Man hat hier, man steuert im, hier genau, hier sieht man 1 und 2, man steuert im Prinzip hier die zwei Bearings, hier sind Sensoren, diese Sensoren aktivieren im Prinzip den Motor bzw. auch die Lichteinheit, die einem sagt, jetzt sind wir im fünften Gang oder im ersten Gang oder was auch immer. So, und das ist so, das dreht sich hier so drüber. So, ich habe natürlich Angst, jetzt hier was wegzumachen, weil ich befürchte, wenn ich hier, ah, hier geht's sogar, genau. So, kann ich euch mal zeigen. Haben sie sehr gut gemacht. Also sehr ausgeklügelte Tipp. Das liegt jetzt daran, weil das Ding da so draufgefallen ist. Oh, man hat auch einen Benzinmotor gehört. Also, die haben sogar an den Benzinmotor. Ah, an den Benzinmotor gedacht, damit es so klingt. Okay, also sehr, sehr kluges Team. So, man sieht hier die Sensoren. Man sieht hier N. Hier, das ist die Position, die er wahrscheinlich ursprünglich einnimmt. Deswegen geht er immer ganz kurz rückwärts, bis er dahin gedreht ist. So, das ist N. Können wir es ja mal ausprobieren. So, das ist N. So, man sieht, wie er hier so drauf geht. Man ist im ersten Gang, zweiten Gang und so weiter und so fort. Sehr klug gemacht. So, jetzt haben wir hier hinten. Jetzt müssen wir mal gucken. Kommt mal von unten gut dran. Sieht man da was? Ah, die haben das schon sehr gut verbaut, also nicht schlecht. So, schauen wir mal, dass wir hier hinten mal ein bisschen Platz machen. Ich würde das gerne sehen. Ich habe nur Angst, dass ich hier was abbaue. Und alles runterfällt. So. Was zur Hölle macht da hinten so einen Krach? Ich weiß auch nicht, was das hier sein soll und das da. Schauen wir mal. Aha. Okay. Also, ich weiß, was das darstellen soll. Auf dem läuft der Benzinmotor. Man setzt sich rein, der Benzinmotor geht an. Ich weiß nicht, diese Technik kommt mir sehr bekannt vor. Von meinem Dodge Charger. Allerdings weiß ich nicht, warum man das so laut knallen lässt. Das klingt nämlich mega grauenhaft. So wäre besser. Einfach den Motor tickern lassen. Weil so versteht man ja nichts mehr, wenn das Auto so laut. Gut, ich verstehe. Vielleicht wolltet ihr den Boxer-Sound irgendwie hinkriegen oder so. Gut, er hat einen Elektromotor, also hat er eigentlich keinen Boxermotor, aber ich verstehe, was ihr wahrscheinlich machen wolltet. Also es ist schon ein sehr gutes Fahrzeug und vor allem ist die Technik mal mega geil, meine Freunde. Also da habt ihr euch echt Gedanken gemacht. Also da kriegt ihr schon fast Pipi in den Augen, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt und ihr mir das gesendet habt und damit ich das vorstelle. Habt das schön gemacht. So, okay, kommen wir zum Bus von wem war das? Genau, auch von Pixel Gamer. Okay, ich will jetzt nicht nur von Pixel Gamer machen, weil das jetzt alles von Pixel Gamer ist. Deswegen machen wir jetzt das nächste. Hier haben wir ein Kart von Consumer. Dieses Kart möchte groß rauskommen und ein Star werden. Helft ihnen dabei, indem ihr es auf euren Kanälen zeigt. So. Okay. Im Licht. Eine Hupe. Oh. Sitzposition ist mal mega geil. Sieht man noch was? Ja, Ego-Perspektive sieht man leider nicht mehr so viel. Als wenn ich mir das so anschaue, das sieht ja aus, als würde er irgendwo drin sitzen, zielen und hier mit den
Hupen hier vorne irgendwas abknallen wollen. Aber... Oh. Ah, du willst ein Kart? Ein Kart ist mega wendig, mein Freund. Das hier ist leider nicht so wendig. Das hat gerade ein, ja, ein Wendekreis wie ein LKW oder wie ein Bus. Ein LKW hat wirklich sogar noch einen kleineren Wendekreis. Also das, schade. Gut gewollt, aber leider nicht gekonnt, würde der ein oder andere sagen. Insgesamt ist es auch zu hoch. Der Reifen hinten ist zu fett. Ich weiß nicht, was für Go-Karts ihr kennt, aber die Go-Karts, die ich kenne... Oh, okay, das wäre zu groß. Aber die Felge an sich wäre mega geil. 3x2. Hier. Das wären richtig geile Go-Kart-Reifen, wobei die auch schon viel zu fett sind. Eigentlich müsste das wirklich schon, ja, eigentlich, also so Go-Kart-Reifen sind echt winzig. Sind eigentlich wirklich, was haben wir denn, so, 1x2 bräuchten wir irgendwie was. 1x2 wäre cool. Gibt's hier sowas? Wahrscheinlich nicht. Wobei 1x2 würde ja gar nicht gehen, weil dann wäre es ja undings. Also müsste es mindestens 3x1 sein. Also das hier. Das ist ja das Kleinste, was... Ja. Synchron möglich wäre. Weil man ja immer eine Mitte braucht zum Andingseln. Und das nächste kleinere wäre das Ding selber. Was man halt machen kann, ist halt... Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo... Das müsste es eigentlich mal geben, oder? So wirklich so ein Reifen, das nur ein Block breit ist. Das ist jetzt zum Beispiel schön gemacht, weil da immer die Zahl gleich draufsteht. Man muss nicht mehr... Hier! Genau sowas! Wobei man sagen muss, hier ist es zu breit. Aber genau diese Größe bräuchte man. Das hier ist gut. So. Jetzt fragt der eine, ja, aber wie soll ich denn das hinkriegen, wenn ich das da so dran baue? Habe ich ja gar keine Möglichkeit mehr, hier ein vernünftiges Go-Kart zu bauen, weil das sonst irgendwo unten, ja, der Unterboden auf dem Boden schleift. Ja, da habt ihr recht. Das ist wirklich so. Aber ihr kennt ja mein Go-Kart. Mein Go-Kart ist ja mega flach, ne? Also da kommt kaum noch eine Fliege unten durch. So, durch den ganzen Mods finde ich mich nicht mehr zurecht. Ich finde mich nicht zurecht. Und wenn man schon Mods benutzt, genau, da kann man ja dann diese flachen... Jetzt habe ich Lust, einen Go-Kart zu bauen. Vielleicht mache ich das auch mal demnächst. Ein Go-Kart mit Mods bauen. So, jetzt ist hier Block nicht gefunden. Hä? Okay. Schauen wir mal lieber weiter. Block nicht gefunden. Okay, schauen wir mal weiter. Ah, hier kommen die eigentlichen Blocks. Nehmen wir jetzt einfach mal das Ding hier. Oder meinetwegen das da. So. Jetzt sagt jeder ja. Wie soll man das denn machen? Ja, ist eigentlich ganz cool. Warte mal, es geht sogar noch einfacher. Jetzt brauchen wir erstmal einen normalen Block. Wo finde ich einen normalen Block? Ich finde keine normalen Blöcke. Mal gucken hier. Auch 1x1. Nehmen wir den hier mal. So. Ich brauche jetzt einen normalen Block. Normalen Block! Das ist halt der Nachteil, wenn man so viele Mods hat. Da blickt man einfach nicht mehr durch. Ich brauche einfach einen normalen Block. Gibt es die überhaupt noch? Irgendwas Normales. So, hier sind wir. Nehmen wir einfach jetzt mal den hier. So. Und zwar ist es eigentlich super einfach. Machst hier sowas. Machst hier, keine Ahnung, je nachdem wie groß das Go-Kart werden soll. Machen wir es so. Haben wir dann eine Mitte? Genau, so hätten wir eine Mitte, das ist doch gut. So, dann haben wir hier die perfekte Go-Kart-Größe. So. So habe ich das eigentlich mit meinem auch gemacht. Ich zeige euch mal mein altes Go-Kart. Mein altes Go-Kart. Also es ist wirklich uralt. Das hatten wir ja damals zu den Go-Kart-Event gebaut. Das hier ist mein Go-Kart. Man sieht hier wirklich, wie flach das ist. Das hier ist ein Block breit. Also hier. Da geht nur ein halber Block drunter. Und ich habe wirklich
Also es ist wirklich mega flach, also, und auch super windig, das Go-Kart an sich. So, und mit dem Mod könnte man jetzt hier mega geil was Neues bauen. So, jetzt bauen wir einen Bearing. Natürlich kann ich ja, mache ich jetzt ohne Lenkung. Jetzt machen wir hier den Bearing hier so hin. So. Zack, 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 zack. Jetzt, liebe Leute, habt ihr ein ultramotives, flaches Go-Kart. So, und darauf kommt dann meinetwegen der Sitz, den er da benutzt hat, wenn man weiter mit Mods arbeiten möchte. So, das hier wäre jetzt zum Beispiel auch vor den Proportionen her ja, eher ungünstig, ne? Nehmen wir jetzt mal den hier, bis ich den Sitz sonst gefunden habe hier so. Das sieht man auch schon, das sieht scheiße aus, ne? Also man bräuchte tatsächlich diesen super coolen Sitz, den er da verwendet hat. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Bis ich den gefunden habe. Ach du Scheiße, meine lieben Herren. Schauen wir mal, was ist denn das hier? Sieht ja ein normaler Sitz aus. Also man muss schon sagen, man kann mit dem Mods schon richtig geile Sachen bauen, ne? Schon richtig coole Sachen. Schauen wir mal. Oh, guck mal, hier gibt es so eine Kühlgrill-Figur. Hier. Ist er das nicht? Ich glaube, das ist der Sitz, den wir brauchen. Ah, der ist auch noch schmal. Schaut her. Guck, müssen wir hier so hinmachen. So, dann sitzt man auch schon hier so. Aber die Position ist eigentlich total unlogisch. Aber da so könnte man wirklich ein mega flaches Go-Kart bauen. Also das, da glaube ich, da spiele ich, glaube ich, mich auch nochmal dran. Also da habe ich sogar richtig Lust dazu. So, aber wir wollen uns ja jetzt nicht so lange an dieses eine Ding da aufhängen. Sondern wir wollen ja noch mehr sehen, ne? Meine lieben Freunde. So. Achso, ja, genau. Also prinzipiell schönes Konzept. Ist, es funktioniert, also das darf man nicht vergessen. Und ja, ich finde das mit dem Sitz eigentlich keine schlechte Idee, außer dass man halt... Seht ihr das? Guck mal, wenn man sich kurz rein... Wenn man muss ganz schnell gucken, da fällt man irgendwo runter. Seht ihr das? Zack. Zack, voll cool. Das ist der Rucksack, oder? Ich glaube, man wirft den Rucksack ab. Interessant. Naja, genau. Also auf jeden Fall ein schönes Konzept, aber ja, leider müsste es flacher werden, um bekannt für die Welt zu werden. So. Ha, da wollte ich nicht hinklicken. So. Dann kann das mal weg. Kommen wir zum nächsten, meine lieben Freunde. Und zwar, wie gesagt, nicht alles von Pixel Gamer. LOL Man, dies ist ein Go-Kart für Schlafmützen. Das schauen wir uns an. Das Schlafmützen-Go-Kart. Ah, man kann sich ins Bett legen. Oh, das ist ja cool. Ist jetzt nicht besonders schick, aber die Idee ist lustig. Cool. Sehr schöne Sache. Das finde ich cool mit dem Bett. Hm. Und ein Go-Kart für Schlafmützen und sowas könnte es vielleicht irgendwann mal echt geben. Autonomes Fahren und so, sage ich nur. So, was haben wir hier? Ein Self-Propelled Car. Okay. Ein Vierzylinder-Car, Modell 001, Prototyp von Lars Green Christens. Ach du Scheiße. So. Okay, ich setze mich jetzt hier rein. Ah. Mhm. Die Linken auch, ja. Oh. Oh. Achso, okay, was ist das? Achso. Ah, ich muss trotzdem das machen. Hä? Hey?
bin ganz ehrlich, ich verstehe das Konzept nicht. Ich ziehe mich jetzt hier rein. Probieren wir es nochmal. Also jetzt so und dann. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, wo ich sein muss. Mit dem Ding hier. Ah, das ist nur zum Positionieren, oder? Nicht schlecht. Mit W und S positionieren und schauen, dass es also so ein bisschen optimieren, den Zündpunkt sozusagen. So wird er jetzt langsamer und hier würde er wieder schneller werden. Mega klug. Knasse. Außer, dass ich gerade die ganze Zeit rückwärts fahre und ich nicht weiß, wie ich vorwärts fahren kann. Lenken ist halt so eine Sache. Ich habe Angst, wenn ich zu lang lenke, bleibt der irgendwann stehen. Aber die Idee ist ja mal mega geil. Das sieht auch gut aus. Cool. Wow. I like this! Hm. Also das ist schon geil. Cool. Also man hätte... Achso, warte mal hier. Speed. Ah, okay. Also man kann die Geschwindigkeit umstellen, indem man W und S benutzt. Weil am Anfang ist er ja fast stehen geblieben. Und wenn man das so ein bisschen umpositioniert, dann fährt er schneller. Das ist ja mal mega geil. Cool gemacht. Muss ich schon sagen. So, kommen wir zum nächsten. Wo war man denn? So, benötigt das eine Mod? Ne, ich glaube nicht. Benötigt das eine Mod? Ich glaube nicht. Killerschwein! Das benötigt eine Mod, das sehe ich so schon. Warte mal, wenn wir hier ganz kurz gucken. Ne, okay. Oder? Ah doch, das braucht eine Mod. Eine Mod? Also so Gebäude mit Mod machen wir, glaube ich, nochmal separat. Deswegen machen wir jetzt den Bus lieber. Von Killerschwein. Das sieht ja mal... Sieht nicht schlecht aus, muss ich schon sagen. Oh, eine Mercedes. Das ist ein Mercedes. Ein Deutsche Bahnbus. Oh ja, hier sieht man schon Schwerlastreifen. Hm. Auch eine schöne Idee, ein Mercedes-Symbol zu... erstellen. Bin ja mal gespannt hier mit dem hier. Das sieht jetzt so dunkel aus. Seitenblinker unten. Ist da dann Bearing? Ah, hier. Ja, das ist cool. Was hinten ein bisschen fehlt. Ah, doch, er hat's gemacht. Zwillingsreifen, genau. Ja, richtige fette Schwerlastreifen. Deutsche Bahn. Schön hier mit den Lichtern. Das ist gut. Das ist echt gut. Wow. So, machen wir mal auf. Und hepp. Ist das Lenkrad ein Reifen? Kann man machen. So, gehen wir mal durch. Oh, hier in der Mitte fehlt ein Sitz, finde ich. Okay, Stand zum Festhalten. Also es ist ein Reisebus. Sieht man gut. Die Tür geht seltsam auf, aber gut. Kriege ich das jetzt zu? Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Knopf für. So, schauen wir mal. Also die Türen gehen mega geil auf. Sie verhakeln sich ein bisschen, aber das passt. Hinten auch. Bremen Hauptbahnhof. Oh.
Okay, bei dem Licht kann ich vertrösten, dass es schwarz ist, wenn es aus ist. Weil das sieht ja mal richtig cool aus. Also es sieht nach einem älteren Bus aus, nicht so ein neues Ding. Blinker. Ach, hier so der Seitenblinker, sehr cool. Lass mal ein Stück raus, kann man hinten vielleicht ein bisschen gucken, ja. Okay. Viel. Anderer Blinker. 6 Warnblinker. 7, da ist die Tür. So, was macht die 9? Innenlicht. Oh, das ist ein schöner Bus, also auch von der Proportion her. Das sieht genau nach so einem alten Bus aus. Also wirklich. Der Sitz ist auch gefedert. Aha. Mega nice. Also, die Lenkung, okay, ja. Sehr schön Platz. Das Rathaus sieht perfekt aus. Also wirklich, ich sag selten perfekt, aber das Rathaus hier sieht jetzt gerade mega perfekt aus. Was ein bisschen schade ist, ist die Stange, an dem das ganze Zeug hängt, sieht ein bisschen dünn aus. Aber das wäre jetzt jammern auf hohem Niveau. Wendekreis, Alter. Das fährt sich wie echt. Boah, das fährt sich richtig gut. Boah, das. Schaut mal, wie sich das hinten bewegt, so. Hammermäßig. Ich will jetzt voll gern hinten sitzen und sehen, wie der Bus fährt und lenkt. Schau mal hier. Boah, das ist. Schau mal ein bisschen hier ran, so. Versuche in der Mitte zu bleiben. Warte, wenn ich strict follow mache. So, jetzt ja. Boah. Das ist schon geil. Muss ich schon sagen. Das, liebe Leute, ist ein Bus der Superlativen. Also, mir persönlich trifft ihr gerade voll den Geschmack. Die Frontscheibe ist hammermäßig, dass sie so ein bisschen tiefer ist als alle anderen Scheiben. Er ist sehr hoch, aber schmal. Er sieht nach so einem älteren Bus aus und er hat das voll getroffen. Also wirklich voll getroffen. Klasse. Also wirklich mein Respekt, muss man schon sagen. So, huch. Ich muss jetzt noch ein paar Leute grüßen. Beziehungsweise gratulieren. Und zwar gestern, leider war die Folge schon gedreht, hat der Gamer 44, Felix Schulan und Man of Crow Geburtstag. Ich wünsche euch allen dreien alles Gute zum Geburtstag. Lasst euch reich beschenken und genießt diesen Tag und dieses Leben, denn man ist nur noch einmal so jung. So, wir haben eigentlich noch Platz für noch ein Fahrzeug, finde ich, oder? Schau mal. Eins geht, glaube ich, noch. Also, boah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das meine ich, wenn man mit Mods baut, liebe Leute, dann muss sowas so aussehen. Ganz ehrlich, dann muss das perfekt sein. Dann muss das wirklich von den Proportionen her so hammermäßig sein, dass man sagt, ist das eigentlich noch Scrap Mechanic? Killerschwein. Wirklich hammermäßig gut gemacht. Also wirklich hammermäßig gemacht. Hier, man sieht hier, warte mal. Genau, hier. 1973 bis 87 wurde der gebaut. Hammermäßig hat er auch gleich dazu geschrieben, was genau, was für ein genaues Baujahr, was für ein Fahrzeug er genau darstellen will. Er hat das voll getroffen. Ich weiß jetzt nicht, wie er in echt aussieht, aber ich denke da so an einen alten Bus aus den 70ern und ich finde, er hat es wie die Faust aufs Auge getroffen. Liebe Leute. Schön. So. Kommen wir noch zu einem Fahrzeug. Leider weiß ich nicht, was für Mods. Okay, hat er Glück, dass ich die Mods dabei habe. Die schauen wir uns jetzt an. Von Enoboy. Das ist eine Mini-Rakete. Ich vermute mal. Macht man damit irgendwas? Ah, hier. Man kann sich hier auch reinsetzen. Das ist lustig. So. Oh, das ist aber interessant mit dem Licht. Soll das Ding fliegen oder nicht? Ich glaube fast nicht.
Oh, das sieht schon geil aus. Mit dem Licht am Boden, das hat was. Nettes Spielzeug, auf jeden Fall. Diesmal hier erlaube ich einen Unternehmen Spielbär oder Xaug, mein Werk vorzunehmen. Wer möchte ich in a Boy genannt werden? Machen wir. Lampe nicht drücken, wenn man einen schlechten PC hat. Okay. Nach zwei nach unten fliegen. Ach so. Hui! Alter Schwede! Oh, durch den Boden geschossen. So, kommen wir wieder zur Erde. Boah. Das ist immer krass! Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, sonst hätte ich das nämlich übersehen. Alter Faller. So, ja, wir sind eigentlich fertig. Aber warte mal. Machen wir noch eins. Machen wir den hier noch. Von Master D. Königseck Agera. Geil. Einfach nur geil. So. Und das meine ich, Leute. Das meine ich. Man erkennt dieses Fahrzeug. Gut, das ist proportional vielleicht ein bisschen zu klein. Aber schaut euch das mal an. Leute, da ist Liebe dahinter. Da steckt Liebe drin. Schaut mal hier, der Diffuser, der einen in der Spur hält. Der fette Spoiler mit den flachen Brettern hier. Dann hier Luftputzen, wo der Motor hinten drin sich versteckt. Wo man den sogar so ein bisschen sieht, wenn man hier so hinten... Oh, Leute, da ist Liebe dahinter. Spiegel, die wirklich aussehen wie Spiegel. Hier schöne Versickungen. Die Reifen perfekt eingebettet hier drin. Hammermäßig. Die Lampen hier, das ist doch mal... Alter, das ist Liebe, wenn die Leute, die Menschen, die so ein Auto bauen, also in echt jetzt, die denken sich was dabei, die überlegen, die denken nach, die schauen, was sieht emotional aus, was spricht unsere Sinne an. Das ist wirklich so, Leute, da sitzen Leute, die sich überlegen, was spricht uns an, wo wir sagen, okay, boah, das sieht geil aus. Und das hier, liebe Leute, oh, der fette Auspuff hier in der Mitte, das sieht geil aus. Und das hat er auch wirklich so rübergebracht. Man sagt wirklich, ja, das Auto hätte ich gern. Also das ist wirklich krass, das Flachdach, die niedrige Scheibe. Hier vorne, die Kanten hier, die Lufteinlässe, wie die hier so... wenn man das sieht, sieht man schon, wie die Luft da durchströmt. Das Auto sieht schon im Stehen schnell aus, Leute. Da sage ich, gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es hundertprozentig maßstabsgetreu ist und ob die ganzen Versickungen und Diffuser und so, ob das alles echt auch so aussieht, ne? Also sieht schon ein bisschen sehr gestaucht alles aus, aber man sieht, dass es was Besonderes ist, dass dieses Auto in eine bestimmte Richtung geht, was in echt auch so bedacht wurde oder gewollt war. Und da ist es halt mega schade, wenn man schon Mods benutzt, dann muss das so aussehen, liebe Leute. Hm? Das ist ein Auto! Boah, schaut mal, wie geil ist das denn hier? Der hat wirklich bis zum Nicht-mehr-Gehen runtergebaut. Also er hat wirklich hier, man sieht hier, man sitzt mit dem Fahrzeug. Mit dem Fahrzeug sitzt man schon auf dem Boden praktischweise. Da wird schon fast gar nichts mehr gehen. Bei mir wie er das gemacht hat. Aber das ist... Das meine ich. Oh, die Tür geht nicht zu. Wie schade. Warte mal. Die muss zugehen, wenn wir jetzt damit fahren. Schauen wir mal. Kommen wir auch irgendwie so rein? Ja. So. Leute, wenn ich mich hier reinsetze, ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, ich sitze in einem Agera. Ohne Mist. Das ist Hammer. Nicht die Tür aufmachen. Das ist hammermäßig. Also das sieht wirklich brachial aus. Aber was macht die Kamera? So. Lenken. Ja gut, die Lenkung ist halt ein bisschen scheiße, ne? Das Ding ist eigentlich einfach nur so ein bisschen, um ins Regal zu stellen. Ja, fahren kann man damit jetzt nicht wirklich sehr schön. Obwohl, es geht. Man kann geil driften. Boah, das sieht halt optisch einfach perfekt aus. Einfach perfekt aus. Und so muss das sein, wenn man, weil ich bin ja, wenn ich baue, dann muss bei mir auch einfach alles perfekt sein. Es muss einfach
hammermäßig aussehen. Und wenn ich so ein Fahrzeug baue, dann versuche ich trotz diesen ganzen Ecken und Kanten irgendwie was hinzukriegen, dass man sagt, okay, das ist das. Ich erkenne es irgendwie. Und mit Mods hat man es ein ganz Stück einfacher, finde ich, weil man hat zwar sehr viele Blöcke, man muss da den Überblick irgendwie behalten, aber man hat es in gewissermaßen einfacher, ein Fahrzeug so aussehen zu lassen, wie es in echt aussieht. Und wenn man dann Mods benutzt und es sieht dann leider nicht so ganz so aus, dann finde ich das schon ein bisschen schade, weil man dann schon die Möglichkeit hat, so detailgenau zu bauen. Und das hier ist wirklich mal mega geil, oder? Also das müsst ihr ehrlich selber zugeben, oder? Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie ihr das seht. Also ich finde, das sieht schon brachial geil aus. So. Ich möchte aber nicht damit sagen, dass die Kreationen, die nicht hundertprozentig perfekt aussehen, schlecht sind. Also das möchte ich dazu sagen. Sie sind immer noch gut. Ich finde, da greife ich immer gerne drauf zu, was Scrap Mechanic gerne sagt oder Exolot Games. Es gibt kein richtig oder falsch. Deine Kreation ist das, was zählt. Und ich finde, jede Mühe, die ihr euch macht, perfekt. Ich finde es wunderschön, wenn ihr so tolle Kreationen baut und die mir einsendet und ihr habt euch was dabei gedacht. Und und ich freue mich auch immer über neue Kreationen. Und dann muss es auch nicht perfekt aussehen. Wir fangen alle mal an. Und derjenige, der das hier gebaut hat, der spielt wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Apropos, von wem war es denn jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich es schon gelöscht, oder? Ja. Ja. So, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst einen kleinen Like da. Wir sehen uns nächste Woche bestimmt wieder. Oder morgen oder übermorgen oder wann auch immer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich bin euer Xaug. Ciao, ciao.